Hallo und herzlich willkommen aus Bremerhaven. Hier ist Heike von Stamping and More. Und heute habe ich die Ankündigung für den nächsten Workshop to go, und zwar den für den Januar. Dieses ist ein Workshop für einen Geburtstagskalender für 12 Monate. Das ist einer, den ihr länger nutzen könnt. Also nicht nur dieses Jahr, sondern auch im nächsten Jahr. So, das ist der Kalender. Der kann dann umgeblättert werden. Da sind die einzelnen Monate drauf. Hier ist der April, Mai. Das heißt, er wird immer umgeblättert. Juni, Juli. Wie ihr den im Prinzip dekoriert, im Endeffekt, das ist euch überlassen. Aber ich habe so ein paar Musterbeispiele. Die könnt ihr auch auf der Anleitung sehen. Da habe ich die Bilder einzeln gepostet, also eingesetzt und ausgedruckt für euch. Und ja, da könnt ihr euch dann den Kalender fertig machen, was ihr noch machen könnt. Und zwar habe ich hier noch mal ein Band, der ist, sollte die Möglichkeit gehen, und zwar den auch aufzuhängen. Ja, so ihr seht das hier. So, das Band kann dann immer rausgenommen werden und der Kalender kann dann auch aufgehängt werden. So ist das ein schöner Kalender. Was ich gemacht habe, ich habe hier die ganzen Monate mit Dimensionals aufgesetzt und ihr seht, das ist ein bisschen dick. Ich würde es ein bisschen dünner halten beim nächsten und dann passt das auch schon. So, das Materialpaket zeige ich euch mal eben, worum es geht. Und zwar ist das hier schon fertig, alles soweit. Ich packe das mal eben aus, was ihr bekommt. Also der Workshop kostet wieder 10 Euro plus Porto. Ist klar. So, und da hole ich jetzt mal eben raus. Hier ist die Anleitung für euch nochmal eben als ausgedruckt. Da sind die Anleitung, da sind die einzelnen Bilder für euch. Da könnt ihr das jetzt sehen. So, und da ist jetzt das Materialpaket. Ihr bekommt ein halbes A4-Blatt mit den einzelnen Monaten, so dass ihr das auch habt. Dann bekommt ihr natürlich die 12 Seiten Kalender. Und ihr bekommt insgesamt 6 Blatt Farbkarton immer für 2 Monate. Wie ihr seht, ich habe Januar, Februar zusammen gemacht, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober und November, Dezember. Das ist dann sehr praktisch, sonst wird es einfach zu dick, zu mächtig. Dann habt ihr Band dafür, um oben hier die zusammen. Und ich habe noch Band übrig, das hatte ich aus Vancouver mitgenommen, 2019. Das ist für Halloween ideal. Das glitzert auch so ein bisschen. Hier könnt ihr das sehen. Ich hatte 2 Rollen mitgenommen. Da kriegt ihr auch noch ein Stück mit rein. Die andere Deko als solches ist euch dann überlassen. Diese Deko hier, die einfache, da reicht der Farbkarton aus, den ihr habt. Das, was eben halt nicht dabei ist, ist das Designerpapier und die Ausstanzung. Aber ich denke mal, bei euch wird sich so einiges finden, wo ihr mit dekorieren könnt. So, das war jetzt die Ankündigung. Ihr seht, das ist der Workshop to go für den Januar 2021. Was neu ist, und zwar, wenn ihr dann bestellt den Workshop, könnt ihr mit in der Anmeldung anklicken, ob ihr mit in diese Workshop to go WhatsApp-Gruppe möchtet oder nicht. Ich richte da eine neue Gruppe ein, weil dann ist es auch einfacher, sollte die eine oder andere von euch mal eben Fragen haben. Und vielleicht habe ich dann ja auch mal die Chance, mal zu sehen, wenn ihr eure Workshops gemacht habt, wie die aussehen. So, das war's. Den Link für die Anmeldung stelle ich unten rein. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Seid kreativ, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!